Heute ist mit dem Radlader Sachen durch die Gegend fahren Tag. Der schönste Tag im Leben. Das könnte jeden Tag sein. Jetzt ist aufräumen mit System mit Timo. Ich hab gewartet. Ich hab meine Arbeit schon fertig dahin. Du wusstest, dass wir mit dem Radlader kommen. Ja. Heute ist Udo Tesch Butterkuchen erstickt Tag. So, jetzt hören wir den ganzen Platz über Kopf. Wie geht das? Hier, so. Auf sowas freue ich mich immer ganz besonders, Timo. Einfach sinnlos Sachen durch die Gegend heben. Wollen wir mal versuchen, das Auto anzuheben? Man sieht einfach, dass Timo vom absoluten Fach ist, wie schnell er das alles gewechselt hat. Sieh! So, wollen wir das Ding da jetzt wegreißen? Ja, warte. Ich hab richtig Bock, ihm was kaputt zu machen, ey. Lass ihn mal. Ich hab richtig Bock, ihm was kaputt machen. Du musst den Esel antrecken und dann da wieder hoch dir. Du musst das auch hindurchziehen. Wohin? Ja, zu deinem Arsch! Wohin denn? Ja, so wie ich das auch gemacht habe. Udo, du brauchst nicht immer böken. Ja, weil du das nicht kapierst. Ah, guck mal, Ameisenangriffe. Wo? Mach die weg, die Ameisen. Und du setzt mit Blocks was. Ich hab gestern schon eine Hose verloren. Geh dann weg! Stopp! Unterlass doch jetzt durch die gute deine Mitte. Timo, warte, wir haben was Wichtiges zu besprechen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Hundeschlitten. Wenn du jetzt irgendwie 10 Huskies hättest, können wir uns fein draufsetzen mit Glühwein, Huskies vorbinden und durchs Dorf fahren. Ja, da würden niemals 20 Huskies das Ding von der Stelle kriegen. Mir das kaputt, wenn du dann von hier rangehst. Merkst du das nicht? Ja, irgendwie muss ich da ja durch. Ja, indem du das weiter dahin ziehst. Und ja, guck mal da hinten, was ich da kaputt reiß. Ich muss ihn noch anheben. Genau wieder hier auf die Ecke, wo die Ecken geschossen werden. Da will er mit den Zinken runter. Timo! Wo willst du hin? Da. Nee. Der haut und guck dir das mal an, Wicke. Das ist so weit da. Ich kann da nicht weiter hin. Ich muss die scheiß Treppe noch hören. Satan, nochmal hier von hier. Bisschen ran und da rüberlegen. Ja, da. Richtig, richtig Gummi geben. Muss mir noch einen Radlader klären, hier in Düsseldorf oder was? Wattensatz. Ja. So. Oh, aufpassen, Timo. Kick die da an! Schieh! Ja. Schieh, dass du von hier rankommen musst! Also, da wäre nichts passiert! Nee, da muss ich da nur 100 Mann hin und her! Aber dann sehe ich doch nicht, ob da. Wo soll ich denn gleich langfahren? Wenn ich da hinten. Da hinten rum! Nach hinten muss! Nee, wo soll das Okolyt hin? Wenn der hinten am Fahrrad bin, ne? Ich fühle mich gerade auch nicht so sicher auf der Kante hier. Nicht, dass du mir die gute Antenne kaputt machst, Timo. Wir wollten da eh ein Cabrio rausbauen. Udo, was stehst du denn da zu vegetieren in der Botanik? Stoppi. Noch ein bisschen. Tschüss, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Rattenaugen hast, wa? Ja, das sag ich dir. Ist Chiodo? Ja, da können wir ja mit Hand noch im Möbel rübersetzen. Weißt du, wo schwor das Ding ist? Udo, guck im Kellerassel. Mir hat keine Zeit für Kassel, Alter. Kellerassen. Wieso hast du dich gerade so aufgeregt die ganze Zeit? Ja, weil ich Angst habe, dass er mir mit dem schweren Gefährt den Rasen so kaputt macht. Und Timo ist da in knallhart drin. Der fährt dahin, der will seinen Scheiß da wegholen und dann interessiert ihn das nicht. Was sagst du dazu? Dann muss der ja weg. Was soll ich denn machen? Siehst du, das ist die Aussage. Das muss da weg. Ja, das kann man ja wieder heile machen dann danach. Waffel oder was? Was hast du, Udo? Jetzt sagt er, will er mir vormachen, dass er mit der Palettengabel nicht hier vorne hinkommt. Ich hatte die ganzen Stangen platt, ich sag dir das. Mhm. Ich hatte so drüber weg. Ja. Du bist da hingekommen mit der Leiter. Ja, wir haben Säcke haben wir jetzt da hinten liegen. Ja, die müssen weg. Ja, die Paletten müssen das weg. Das machen wir alle in aller Ruhe. Aber wenn du jetzt schon wieder unter Druck bist. Komm mal, fahr mal mit mir. Nee. Kann er nicht. So, die Gabel weiter auseinander. Ja, nee, zusammen, du Dussel. Udo fängt an zu regnen. Wollen wir da nicht verschieben? Nee, wir verschieben hier gar nichts. Warum? Nee. Mach du da dem, ich kann das nicht. Mach das hier. Ich muss hier nur die schweren Arbeit, die da weg machen. Jetzt im Pass! Rechts und links immer noch mit dem Meer.
Ich hau dich von links und rechts. Das geht nicht. Timo, das geht nicht. Der zu passet. Das kann doch nicht. Wo bringt das? Ich muss dich hinhören. So weiter oder so. So. Wollen wir den Wickel folieren? Wolltest du nicht einwickeln? Nee, das darf man erst auch wegnehmen. Verliert er einen Stein, verliert er seine Augen. Entschuldigung, verliert er ein Ohr. Müssen wir das hier nicht mal langsam dicht kippen? Ja, das machen wir jetzt gleich. Wir wollen das erstmal alles wegmachen. Und bei deinem Verstand kippst du den Brechsand damit rein. Nee. Er will das jetzt alles in der Ecke da reinstampfen. Oh, Tom, lauf ich vor. So, hier drauf. Weil Timo nimmt die gleich in eins mit. So, den anderen auch, wenn es geht. So langsam, wie er mit der Palettengabel herumfährt, ne, hätte ich eine ganze Insel bevölkert, echt. Udo McNeigh-Maschine, wa? Ja. Tacke, 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 tacke. Hey, guck mal, Udo. Ein Alphorn. Ja, weißt du, alle. Da hat sie durchgepisst und dann. Haben die gar nicht. Jawohl, das war an den Toilettenwagen dran. Das stimmt gar nicht. Doch. Udo, ich hab Exkremente im Bad. Hier müssen wir auch mal schweißen. Ja. Jo! So, jetzt hinten! Hier wieder schlank rüber! Hier kommst du ja wohl rein! Ja, geht doch! So, und jetzt schlank nebeneinander! Komm her! Jo! So, noch weiter! Stopp! Wenn ich Stopp sage, heißt das Stopp und nicht weiter. Ja, können wir noch ein bisschen weiter fahren. Nein. So, ein bisschen zurück. Noch ein bisschen. Gut, annehmen. So, und wieder vor. Gut. So, wo ist jetzt das Problem? Ich komme nicht mit der Palettennabel dahin. Alles, wenn man will, dann kann man alles. Er will den Anhänger. Warum dürfen wir das nicht zeigen? Weiß ich nicht. Kann das jetzt leider nicht mehr rausschneiden, Udo. Ja, gut. Er will den Anhänger jetzt ein bisschen. Warum dürfen wir das nicht zeigen? Braucht nicht jeder sehen. Paletten aus Donner! Piep! Was soll denn immer mit euren Scheißhupen? Von daher! Gut! Nie wieder! Stopp! So, ablegen! Du bist so hoch! Der war schwer und ich würde das filmen. Udo, kann ja mal alles passieren. Ballhelden-Schutzgesetz, muss ich das 100-mal sagen oder was? Da darfst du das hinstellen! Ja, da, und dann ja. Bis 5 Meter Abstand! Ja! Mann, Oma, was hab ich denn beleuchtet? In der Krise. Heute Morgen kein Ei gehabt, Opa. Nee. Lange nicht mehr gehört. Warte. Oh, leckiger Matsch. Hör euch doch. Nimm ihn doch hoch mit. Eigentlich verlagern wir den ganzen Müll nur von da nach da. Hiermit verspreche ich ganz offiziell, dass ich dem Verein eine neue Hütte kaufe. Ha 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 ha!
Scheiße. Oh. Ganz kurz zur Information, diese Hütten wurden einfach so zusammengenagelt. Da gehen auch einige von auf den Müll, weil die halt wirklich auch durch sind. Und da müssen wir neue kaufen. Aber das wollte ich gerade wirklich nicht. Das tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Tat auch ein bisschen weh. Timo ist gerade mit dem Radlader in die Hütte reingefahren. Nee, das warst du mit dem Faust. Mit dem Fuß? Ja, mit dem Fuß. Wo weißt du das? Weil ich das hab schon wieder gehört. Wird jetzt mit dem Radlader nach hinten gezogen. Wo willst du den denn hinstellen? Neben den Anhänger. Ich dachte, da wollen wir ein Cabrio rausbauen. Ja. Können wir auch mal, wenn wir Zeit haben. Da bauen wir echt ein Cabrio raus. Ja. Dann machen wir da Udo Schwimmteichfolie rein. Ja. Und dann können wir dann einen Pool rausbauen. Poolauto. Stell dir mal vor, du fährst mit dem Poolauto zur Arbeit. Ja. Mit Badekappe und so, im Schlüpfer. Fährst ja morgens zur Arbeit, hast ein Pool, ein bisschen Blubberbad, Alter. Mhm. Mit dem Ding auf dem Meierwerfparkplatz. Ja, und dann am besten noch eine Schaumparty da drin machen. Ja. Ja. Und meinst, wie viele Leute du mitnehmen kannst? Ja. Da kannst du ein Adventure rausmachen. Ja. Ein Abenteuer. Ja, ja. Geil für die Adventure. Du hast da ein bisschen Kacke im Gesicht. Ich weiß nicht, wo du schon wieder zu wühlen warst. Nee, ich war nirgends zu wühlen. Dann bauen wir da ein Cabrio raus? Dann, wenn wir Zeit haben. Wir haben erst andere Projekte. Der springt so an, du hast einen Rennwagen. Ja. Fass mal an den Hobel. Ja, der springt nicht an. Du musst auch gucken und drücken. Ja, ich brauch da nichts drücken, weil er nämlich kein... Oh, der ist... Muss gucken. Du, hier hat mal irgendwie ein Tier drin gewohnt? Nee, hier hat ein Zieren drin gewohnt. Ich glaube auch, dass das Zieren hier produziert worden ist. Welcher? Ja, das ist hier die Frage. Der neben mir steht vielleicht. Darf ich mitfahren? Nee, du kannst gleich steuern. Okay, cool. Du musst doch Bewegung haben, sonst reißt du uns den Schussblech ab. Wieso soll der? Hä, warum reißt du uns den Schussblech ab? Das ist doch so ein Haken, Udo. Beke, ich hab den da reingeprimelt. Hast du so primelt? Hast du so, wie hast du früher die Frauen abgeschleppt? Oder haben die dich abgeschleppt? Als ehemaliger Udo Casanova? Tun dir zur Sache. Ein bisschen wie Mortenkugel hier, wa? Jacke, das ist eine richtige Schnitterjacke. Ja, so. Wo soll ich den hinlenken? Hast du Zündschloss drauf? Mit der Einhakt gleich. Soll ich das ausbauen oder was? Was passiert, wenn ich nach rechts lenke und er nach links? Dann hast du bloß ein Problem. Der ist so unbekannt. Ich muss ja. Boah, Timo, Alter! Boah, keine Servo, ich werde mal. Wir sind in den Kuh! Der Verein macht einen wahnsinnig. Das ist der Wahnsinn hier. Alter, halt verrückt, du gibst gar nicht. Ah, Perle, Bock auf eine Runde mitfahren? Das ist doch bescheuert. Den in deine Ecke rein zu bremsen. Weißt du, was ich gleich mach? Fuß weg ist. Du, ich ruf gleich einen Schrotthändler an und dann ist er weg. Dann machen wir aber die Cabrio-Leser. Ja, ja, ja. Die Schaumparty Cabrio-Leser. Ja, so. Sache. Oh, yes. Dann losgehen. Nicht mehr. Und jetzt stell dir das mal vor, du fährst so zur Arbeit, Cabrio, Schaumparty mit Küche. Stopp! Warum denn? Hey! Ey, ich hab keinen Bock mehr. Bock mal dein Bild. Was machst du da? Nee, Bock mal die Bild, ich hab keinen Bock mehr. Da warst du doch! Nee, er soll da stehen bleiben! Nee, hey, Blödsinn! Du hast doch einfach. Für die Kamikaze! Kann einem einer reinsetzen gehen? Du hast doch eingelenkt! Ja, weil ich da stehen bleiben wollte, aber er ist ein Kamikaze! Er ist doch gerade ausgefahren, er wollte doch einmal. Ach, hör doch auf, er wollte nochmal wieder eine Rundung, nochmal wieder einen Rund. Weil ihn jetzt Spaß macht. Wir kommen noch nichts weiter! Hier. Hier. Oh, Leute, da ist doch kein Auto mehr. Da bauen wir ein Cabrio raus. Schwimmteichfolie rein, Wasser, kann er mit einem Blubberbad zur Arbeit fahren. Aber jetzt die Düsen nicht. Ja, du bist der Fürste dir an, du fährst ein Auto. Stopp! So, laut im Start. Nee, da geht nicht. Ein Vorderhänder liegt doch vernünftig. Gott, nee. Da muss ich wieder hin. Boah. Da wieder an. Stopp! Halt den Vorderhänder aus dem. Ihr bremst doch. So,
jetzt kann man mal so sehen, jetzt schaffen wir richtig was mit so einem Radlader. Jetzt haben wir in 2 Stunden alles weggeräumt. Jetzt können wir das begradigen und richtig schier machen. Udo. Ja. Schier. Ja, ihr betont das so schön. Dann ist schier. Es gibt schon wieder ein ganz anderes Erscheinungsbild. Wenn das hier schön begradigt ist, das wird richtig fein. Immer richtig viel auch noch vorne. Ja. Allein wenn ich in die Richtung gucke, die Abfangzäune, dann machen wir dies ja auch noch. Die reißen wir ab da, die Eulen, ja. Die Schlünzdinger. Da werden wir vernünftig komplett abmachen. Netze kaufen, richtig schön bis nach unten hin. Und hinten machen wir 2 Meter Zaun noch hinsetzen, so dass die Bälle da hinten nicht durchgehen. Das wird. So, liebe Leute, für heute ist Feierabend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefällt, klickt mir auf Gefällt mir. Klickt mir auf Gefällt mir. Ja, heißt doch. Wäre auch geil, wenn das Gefällt mich heißen würde. Gefällt mich. Hör auf. Und es wäre schön. Warum hast du so Angst immer? Also ja, weil du immer mit, du hast Granatfinger, hast du. Die sind so hart wie Beton. Und wenn es euch gefallen hat, teilt das Video. Und habt natürlich einen wunderschönen Tag. Ja, natürlich. Das ist in Harmonie. Ja, ich wünsche euch allen da draußen, bleibt gesund, habt einen wunderschönen Tag. So wie Wilke und ich, wir haben immer einen schönen Tag. So, jetzt hören wir auf.